Beginn des 12. Jahrhunderts wurde in der Breitenau an der Fulda das Benediktinerkloster Breitenau gegründet. Es liegt 15 Kilometer südlich von Kassel. 1874 wurde dort ein Arbeitshaus eingerichtet, ein Zuchthaus für Bettler, Prostituierte und Landstreicher. Die Insassen sollten durch Arbeitszwang, wie es hieß, zum Arbeiten erzogen werden. Während der NS-Zeit wurden zusätzlich Gestapo-Gefangene inhaftiert. Unmittelbar nach der Machtübernahme setzte eine Verhaftungswelle von politischen Gegnern ein. Von Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschaftern. Die Gegner wurden von SA-Männern gedemütigt und misshandelt, so wie August Kohn aus Oberkaufungen. Die Gefängnisse waren bald überfüllt, daraufhin wurden ab dem Frühjahr 1933 die ersten Konzentrationslager eingerichtet. Im Juni entstand in Breitenau das zentrale Konzentrationslager für politische Gegner aus dem Regierungsbezirk Kassel. Auch Juden waren in Breitenau inhaftiert. Im September 1933 berichteten die Fuldaer Nachrichten, dass Abraham Katz nach Breitenau kam, weil er eine Beziehung zu einer christlichen Ehefrau hatte. Im Juni 1943 sprach der Fuldaer Landrat der Lagerleitung ein zynisches Kompliment aus. Er habe schon mehrmals von hier inhaftiert gewesenen Schutzhäftlingen gehört, dass sie lieber tot sein wollten, als noch einmal nach Breitenau zu gehen. 1952 wurde ein geschlossenes Heim für sogenannte schwer erziehbare Mädchen eingerichtet. Obwohl es sich um eine Fürsorgemaßnahme handelte, erinnerten die Zustände eher an eine Strafanstalt. Diese Isolierzelle wurde noch bis Ende der 60er Jahre als Strafraum genutzt. 1969 geriet das Mädchenerziehungsheim in massive öffentliche Kritik, bei der auch Ulrike Meinhof mitwirkte. Das Erziehungsheim wurde daraufhin 1973 endgültig geschlossen. Seitdem befindet sich auf dem Gelände eine offene psychiatrische Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbandes Hessen. Die Gedenkstätte Breitenau soll an die Menschen erinnern, die in Breitenau während der NS-Zeit verfolgt und ermordet wurden. Sie soll aber auch diejenigen ins Bewusstsein rufen, die dort schon davor und auch noch danach ausgegrenzt worden sind. Die Gedenkstätte will auch eine Brücke zur Gegenwart herstellen. Wir werden angeregt, uns weiterhin mit den zentralen Fragen von Menschenwürde, Gleichberechtigung und Toleranz auseinanderzusetzen.